Hallo, heute starte ich nochmal das Video aus dieser Perspektive. Das Bild habe ich gerade gemalt und es bringt so die Stimmung rein, die ich auch reinbringen wollte. Etwas Ruhe, den Sommer ausklingen lassen und nochmal bewusst an die schönen Momente denken. Und dieses Bild, wenn ich das dann anschaue, wird es mich auch immer wieder daran erinnern. Und darauf kommt es an. Und es ist egal, ob es jetzt gegenständlich ist oder abstrakt ist. Es ist immer dasselbe in der Malerei. Du bringst nicht nur eine Technik auf die Leinwand und dabei kommt irgendwas Hübsches raus, sondern es ist immer auch eine Emotion und die in diesem Bild auch lebt. Ja, und diese Emotion gerade hier ist eben Ruhe und die Technik erfordert das auch, denn es ist wichtig, dass du das Bild immer wieder trocknen lässt nach der Schicht. Es sind nur drei Arbeitsgänge, also so viel Zeit braucht es dann auch nicht, aber die Zeit des Trocknens musst du dir hier auf jeden Fall nehmen. Also, danke fürs Zuschauen, sage ich jetzt schon mal. Und einen ganz schönen Sonntag und jetzt viel Spaß erstmal mit dem Video. Ja, also meine 40x40 Leinwand, stell alles weg, was nicht hierher gehört. Dann hast du mehr Platz. Und ja, jetzt ziehe ich hier erstmal einen Horizont drauf im Gelb. Und ich habe mir ein Orange angemischt, deshalb ist noch ein bisschen Orange mit drauf. Und das Gelb leuchtet schön. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Orange dazu und vermische das auf der Leinwand. Das Bild wird sicherlich gegenständlich aussehen, aber es ist völlig egal, denn es geht hier um das Gefühl und ja, das werde ich hier nochmal auf die Leinwand bringen und das ist natürlich schön, wenn ich das einfach auch dementsprechend so raufbringe mit der Sicht, die ich da hatte, immer wieder und ja, das will ich jetzt einfach nochmal darstellen. Verstreiche auch langsam die Farbe mit wenig Wasser. Also verstreiche die Farben so, dass eben die Leuchtkraft in der Farbe bleibt, also dass mehr das Gelb auch drin bleibt. Jetzt tauche ich schon ab in meine Erinnerung. Ich sitze jetzt wieder an unserem Maschsee, den wir hier haben in Hannover. Und da habe ich immer den meinen Zeichenkurs gehabt. Und wir haben immer diese wunderschönen Sonnenuntergänge jetzt gesehen. Es wird ja auch immer so schon so kalt jetzt. Jetzt ist die Farbe gleich verstrichen und danach muss es unbedingt trocknen. Und ja, da kannst du in der Zeit dir auch einfach den nächsten Farbton anmischen. Wichtig ist, dass die Fläche richtig trocknet und du auch erst dann wieder die nächste Farbe aufbringst. Ja, mein Pinsel ist sauber, der ist nass, also dementsprechend nass. Und meine Fläche ist hier schön trocken. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mir in der Zwischenzeit hier mein Blau rausgesucht und fange da mal mit an und streiche einfach das Blau drauf. Und nehme dann gleich das Weiß dazu. Auch hier lasse ich mir jetzt richtig Zeit, denn ich probiere hier aus, wie vermischt sich der Farbton auf der Fläche, löst sich womöglich mein unterer Farbton oder ist er so trocken, dass er auch haften bleibt. Also das ist, darum geht es hier gerade. Ich male jetzt hier den Himmel weiter und denke gleichzeitig darüber nach, dass man eben dieses Bild ja auch komplett abstrakt darstellen kann. Also dieses innere Bild kann ich so malen, wie ich es gesehen habe, oder eben auch so malen, wie ich es mir vorstelle in einer abstrakten Malerei. Und dann versteht vielleicht keiner dieses Bild. Und das muss auch nicht so sein, weil es ist eben da nur für dich. Also du selber schaffst deine Kunst, egal in welche Stilrichtung du jetzt arbeitest. Ich möchte das jetzt so machen,
weil ich nämlich was ausprobieren will und das will ich schon total lange. Ich will schon ganz, ganz lange was machen und das war mir immer zu simpel und zu einfach und jetzt habe ich nochmal eine tolle andere Verbindung und werde das jetzt hier auf der kleinen Leinwand umsetzen. Wahrscheinlich würde es auf einer großen Leinwand viel, viel besser gehen, aber jetzt mache ich das hier und bin schon gespannt, weil ich da jetzt natürlich auch drauf hinarbeite. So, das Bild ist wirklich richtig trocken. Ich habe nochmal drauf gefasst, nochmal geguckt und nochmal geföhnt, dass es wirklich trocken ist. Das ist wichtig. Also, ich habe mir hier ein Braun angemischt und nehme jetzt hier meinen Fensterwischer, den kennst du. Und hier ungefähr wird so der Horizont sein, aber es geht mit dem nicht. Ich nehme doch den großen und ja, färbe das jetzt ein. Ich würde es normalerweise mit viel Wasser arbeiten. Hier bin ich aber jetzt erstmal vorsichtig. Weil damit sich eben die untere Farbe nicht löst. Du kannst es auch einen Tag trocknen lassen, dann gehst du auf Nummer sicher. Jetzt, ja, jetzt mal machen, ne? Erstmal langsam anfangen hier mit der Farbe drauf und erstmal testen, wie sieht der Farbton überhaupt da drauf aus. Jetzt kann ich auch mehr Farbe drauf geben und ziehe die dann. Also wenn ich zu viel Wasser gebe, wird es nicht so streifig und ich möchte gerne diesen streifigen Effekt haben. Das geht aber eher mit der trockenen Farbe. Also es ist die richtige Konsistenz jetzt hier zu finden. Das ist so die Aufgabe. Sieht auch schön aus, aber das ist nicht so, wie ich das haben will. Die Streifen da, die finde ich gut. Da ist es aber zu trocken, auf der anderen Seite zu nass. Also ich ziehe nochmal mit dem Lappen die Farbe ein bisschen ab. Schön. Das war genau das, was ich sehen wollte. Es war genau das, was ich auch ausprobieren wollte, schon seit langer, langer Zeit. Und jetzt ist endlich der Moment da und werde das bestimmt nochmal wiederholen. Im Buch stehen einige Tipps zu der Technik, also da will ich heute gar nicht weiter drauf eingehen, aber auf Seite 14 steht etwas, wie du dein Orange anmischen kannst und da schau noch mal rein und lass dich davon inspirieren und probier vorher auch aus, mach dir ein kleines Farbmuster und dann siehst du auch, wie der Farbton aussieht. Also viel Spaß beim Farbenmischen heute. In der englischen Ausgabe ist es immer zwei Seiten weiter. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Es ist eine recht einfache Arbeit. Du siehst hier nochmal die Werkzeuge. Moment, ich gehe da nochmal runter. Da siehst du die Werkzeuge. Die hast du bestimmt auch zu Hause liegen. Also du brauchst auch nicht viel Farbe. Da gehört ein bisschen Ruhe dazu zu dem Bild. Und das soll auch so sein. Und das ist ja letzten Endes auch das, was hier das Bild ausmachen soll. Ich finde, das ist ganz schön. Gefällt mir ganz gut. Und hat auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht. Eine ganz andere Arbeit steht hier neben. Und vielleicht interessiert dich das auch. Dazu gibt es auch einige Videos schon im Kanal. Hier geht es um die Struktur, wie du die Struktur betonen kannst. Ja, das ist auch was Tolles. Vielleicht gibst du mir ein kleines Feedback, ob du daran Interesse hast. Dann kann ich da auch nochmal ein Video zu machen.
Ich wünsche dir einen ganz tollen Sonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hab ganz viel Spaß beim Malen. Genieß die Zeit einfach auch beim Malen und nimm dir einfach auch die Ruhe, denn die gehört einfach mit dazu. Also, schönen Sonntag. Tschüss.